Moin, mein Name ist Toni, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Mondgeflüster. Heute geht's weiter mit Skylab und zwar mit Skylab 1, der ersten Mission. Den Einblick in die Skylab-Raumstation, den gab's ja gestern, hier in der Jubiläumswoche kommt jetzt von Montag bis Freitag jeweils ein Video zum Skylab-Programm. Ja, und ich würde sagen, wir legen auch direkt los mit Fakt Nummer 1. Skylab 1 war eine unbemannte Mission, dessen einzige Aufgabe es war, die Raumstation in den Erdorbit zu bringen. Fakt Nummer 2. Es war der letzte Start einer Saturn V Rakete überhaupt. Allerdings anders als aus dem Apollo-Programm gewohnt. Zum einen war nur die erste und zweite Stufe in Nutzung, denn die dritte Stufe wurde ja umgebaut und als Raumstation genutzt. Zum anderen war kein Apollo-Raumschiff und somit auch kein Launch-Escape-System montiert. Daher war diese Saturn V auch knapp 8 Meter kleiner als ihre Vorgänger. Fakt Nummer 3. Gestartet wurde wieder von Startrampe 39 Jahr im Kennedy Space Center. Dies war auch der letzte unbemannte Start von diesem Launchpad bis zum 19. Februar 2017, als die SpaceX CRS-10 Mission startete. Nach dem Start von Skylab wurde 39A deaktiviert und für die aufkommenden Space Shuttle Mission umgebaut. Fakt Nummer 4. Der Start erfolgte am 14. Mai 1973 um 13 Uhr. Währenddessen wurde der Start von Skylab 2 für einen Tag später vorbereitet. Das einzige Mal übrigens, dass Countdowns zweier Saturn-Raketen parallel durchgeführt wurden. Fakt Nummer 5. Knapp eine Minute nach dem Start erhielt die Bodenkontrolle besorgniserregende Telemetriesignale. Innerhalb von 3 Sekunden riss der komplette Mikrometeoriten-Schutzschild ab und beschädigte auch zwei Solarmodule. Als Fehler wurde später mangelnde Koordination unter den Konstruktionsabteilungen angegeben. Fakt Nummer 6. Die Umlaufbahn wurde aber wie geplant erreicht und es konnte zunächst einmal der Schaden festgestellt werden. Da das Meteoritenschutzschild auch zum Wärmeschutz dienen sollte, war dieser Fehler sogar noch schwerwiegender mit Blick auf die schnell steigende Temperatur auf über 50 Grad Celsius in der Station. Aber auch außen sorgten die hohen Temperaturen durch die Sonne für Schäden. Zudem lieferten die Solarpanels insgesamt nur etwa 50% der geplanten Energie. Zwei essentielle Systeme funktionierten also gar nicht bzw. nicht vollständig. Das machte Skylab, die Raumstation, zu diesem Zeitpunkt der Mission absolut unbrauchbar und unbewohnbar für die geplanten Vorhaben. Fakt Nummer 7. Der Start von Skylab 2 wurde am Ende um 10 Tage verschoben, da sich die Missionsleitung erst einmal ein Bild vom Gesamtschaden machen musste. Es musste auch irgendwie ein Kompromiss gefunden werden. Drehte man Skylab in die Sonne, erhielt die Station zwar ausreichend Strom, aber durch den beschädigten Wärmeschutz heizte sich die Station einfach zu schnell auf und umgekehrt. Fakt Nummer 8. Skylab 2 hatte nun vor allem die Aufgabe, die Schäden auszubessern und es wurden unter hohem Zeitdruck Reparaturpläne und Werkzeuge entwickelt. Die Mannschaft von Skylab 2 übte unterdessen in einem Wassertank. Ja, und das war's. Skylab 1 Mission, ja, sehr kurz und knapp, genauso wie die Mission ja auch war, ne? Innerhalb von ein paar Minuten oder von ein paar Stunden stand Skylab, das ganze Skylab-Projekt einfach schon vor dem Aus. Und Skylab 2 musste halt komplett umgemodelt werden zu einer Rettungsmission. Ja, dazu aber morgen mehr. Morgen geht's weiter. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar oder ein Abo, wenn du es nicht schon getan hast. Und ich bedanke mich natürlich auch wieder für deinen Besuch auf diesem Kanal. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.